kleine Arbeitslosenzahl aufgrund dessen, dass jemand gerade mal einen Job sucht, ist auch in Ordnung. Also die sogenannte Übergangsarbeitslosigkeit, dass jemand nach dem Studium lieber 6 Monate sich umschaut nach einem guten Job, ist okay. Das wäre eine Idealsituation, meint Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Tatsächlich haben wir heute aber eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. Vor welchen Herausforderungen steht der Arbeitslosenverband Brandenburg 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Einen Tag lang am 6.10.2020 soll die Tagung in Brandenburg unter dem Slogan Blühende Landschaften den Fragen nach Arbeitslosigkeit und Armutsrisiken nachgehen. Wir haben uns ja heute hier getroffen, auch zur 30-Jahresfeier des Arbeitslosenverbandes. Und hier spielte ja gerade auch eine große Rolle, wie man eben die Betroffenen über ihre Rechte aufklären kann und sie informieren kann, wie sie dann auch zu ihren Rechten kommen. Der Arbeitslosenverband Brandenburg e.V. hat Mitglieder und Interessengruppen eingeladen, die sich für die Verringerung der Arbeitslosigkeit engagieren. Damals in den 1990er Jahren sah es in Brandenburg schlecht aus. Die Arbeitslosenquote war hoch, 20% im Schnitt. Das weiß auch Johannes Jakob, verantwortlich für Arbeitsmarktpolitik im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Also ich glaube, es war von vornherein klar, dass auf diese schweren Umbrüche, dass da auch gesetzgeberisch in der Sozialpolitik was geändert werden musste. Das ist am Anfang ja auch sehr großzügig gemacht worden. Also in den ersten 3 bis 5 Jahren nach der Wiedervereinigung ist die Sozialpolitik ja in einem sehr starken Umfang in den ostdeutschen Bundesländern zum Einsatz gekommen, was ja auch erheblich zum sozialen Frieden beigetragen hat. Es hat dazu beigetragen, dass auch Menschen eine neue Perspektive bekommen haben. Umschulungen als Transfermaßnahmen, Umstrukturierung von Betrieben, das wäre alles nicht nur schlecht gewesen, meint Johannes Jakob weiter. Doch viele Ältere sind nie wieder stabil in den ersten Arbeitsmarkt gekommen. Mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Menschen über Wasser zu halten, das war zu wenig. Die Betroffenen mussten letztendlich einen persönlichen Preis für die Einheit bezahlen. Trotzdem sieht Björn Lüttmann, Vorsitzender des Sozialausschusses im Brandenburger Landtag, die Gesamtsituation positiv. Also ich halte die Entwicklung in Brandenburg wirklich für eine sehr, sehr positive und habe auch wirklich Hoffnung für die nächsten Jahre, dass es so weitergeht. Wir sprechen ja über Großansiedlungen wie Tesla oder BASF, die hier wirklich auch gerade erneuerbare Energien nach Brandenburg bringen. Da mache ich mir keine Sorgen um die gut Qualifizierten. Positiv gesehen würde ich aber sagen, dass wir in den letzten Jahren es deutlich geschafft haben, dass das Thema Weiterbildung einen größeren Stellenwert in der Arbeitsmarktpolitik bekommt. Es sind inzwischen deutlich mehr Mittel auch bereitgestellt worden für die Förderung von Arbeitslosen. Und insofern hat man, glaube ich, auch aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und versucht jetzt auch dadurch dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die Arbeitslosen werden auch als Gruppe wahrgenommen, die als Fachkräfte einsetzbar sind. Heute ist eine geringe Arbeitslosenquote erreicht. Doch offenbar ist nicht alles positiv. Sorgen muss man sich dann am ehesten wirklich um die schlechter Qualifizierten machen oder um die Menschen in Berufen, die es bald nicht mehr gibt, zum Beispiel auch im Kohlebergbau oder so. Da müssen Alternativen auch geschaffen werden, auch für diese Qualifikationen. Das heißt, ich bin optimistisch, was den Arbeitsmarkt insgesamt angeht. Da werden wahrscheinlich sogar Leute nach Brandenburg ziehen, um hier zu arbeiten. Inga Karina Ackermann war selbst arbeitslos. Seit 1992 engagiert sie sich in dem Anfang der 90er Jahre gegründeten Arbeitslosenverband Brandenburg e.V. Heute ist sie Vorsitzende des Verbandes. Man fühlt sich erschöpft manchmal, denn man fühlt sich aber auch gut und man guckt auch auf intensive Jahre zurück, die man gemeinsam mit anderen inhaltlich gestaltet hat, wo man viel erreicht hat, wo man stolz sein kann, wo man teilweise auch Rückschläge erlebt hat, die einen dann aber auch nicht umgeworfen haben, sondern vielleicht manchmal auch motiviert haben, weiterzumachen. Ich persönlich plädiere sehr stark dafür, dass man Arbeitslosenvereine oder auch Tafeln unterstützt, denn diese leisten vor Ort an den Menschen die wichtige Arbeit bei der Hilfe, wieder in Arbeit zu finden. In den 4 Gesprächsrunden der Fachtagung besteht Konsens, dass Alleinerziehende, zunehmend auch ältere Arbeitnehmer, von Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Auch für einen gewissen Satz Langzeitarbeitslose wird es immer schwieriger, eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Credo des Arbeitslosenverbandes Brandenburg bis heute.